der liebe Christi, liebe Herr Freitag. Das ist schön, obwohl das mittlerweile inflationär so geworden ist hier in unseren Räumen, dass wir uns so viele Leute jedes Mal treffen. Und ich freue mich insbesondere, wenn zusätzlich zu den Medizinern sehr, sehr viele Physiotherapeuten den Weg zu uns finden. Warum? Das ist jetzt nicht übertrieben. Ich gehöre seit Jahren zu denjenigen, die behaupten und glauben oder fest glauben, dass Medizin, operative Medizin, Unfallchirurgie ohne Physiotherapie nicht existieren kann. Der operative Bereich ist nicht mehr als die Hälfte der ganzen Strecke, wenn überhaupt. Und die Rehabilitation oder die richtige Rehabilitation bringt das meiste. Deswegen sind solche Veranstaltungen wirklich das Richtige, weil nur durch den Erfahrungsaustausch wir weiterkommen. Jetzt könnte ich vorstellen, dass ich mich bei der Vorbereitung von solchen Veranstaltungen kurz damit beschäftige. Deswegen habe ich heute unsere Zimmerschwester auch das besprochen, dass dieses Bild, was hier draufsteht, mir auch nicht gefällt, weil er zu grau ist, wobei er weiter der Meinung ist. Das ist ein architektonisches Kunstwerk und Kunstwerke dürfen dargestellt werden. Was wollte ich jetzt damit sagen? Ich wollte damit sagen, dass der Titel der Veranstaltung mir auch wirklich prima gefällt. Und warum insbesondere dieser Titel? Ärzte, insbesondere Orthopäden und Unfallchirurgen, wissen, dass wir in den letzten Jahren und ich möchte jetzt sagen, das heißt ich in den letzten 36 Jahren, weil ich 36 Jahre mittlerweile im ärztlichen Beruf bin nach dem Studium, ich kann sich vorstellen, wie jung ich bin, die meisten von Ihnen, glaube, dass wir durch den Sport und insbesondere den Leistungssport so vorangetrieben worden sind, dass wir die Erfolge, die heute haben im medizinischen Bereich wirklich den Anforderungen des Sports und insbesondere des Leistungssports zu verdanken haben. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Das heißt, der Druck, der durch den Leistungssport entsteht, ist so immens, dass derjenige von den Ärzten, die operieren, die mit dem Sport direkt oder indirekt zu tun haben, die sich nicht angepasst haben, die haben keine Chance. Das gleiche gilt zum Glück oder leider für die Physiotherapeuten. Warum? Es ist klar, es sind keine älteren Leute hier drin im Saal, dass die Oma mit 70 mit Sicherheit so springen will wie der Schalker Spieler nach einer Knieoperation. Und es ist klar, dass sie uns unter Druck setzen. Mit anderen Worten, wir verdanken wirklich sehr viel dem Sport. Und ich glaube, dass das prima ist, dass der Erfahrungsaustausch von heute damit hauptsächlich zu tun haben wird. Und Sie wissen, dass das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, die Mitglieder des Zentrums und die Mitglieder unserer Physiotherapie insbesondere nach der Zusammenführung der verschiedenen Physiotherapien der Gruppe und der Führung von Herrn Papadopoulos, der zwischendurch allerdings auch Fried geht, Schalker früher, momentan Stuttgarter, aber die haben ja Folge so in den nächsten Tagen, deswegen ist das alles zum Teil entschuldigt, dass wir immer versuchen, diese Verbindung aufrechtzuerhalten und mit Ihnen zusammen zu besseren Ergebnissen zu kommen. Deswegen bitte, nach den Vorträgen, die bewusst kombinierte Vorträge sind, medizinische Vorträge, physiotherapeutische Vorträge, immer fragen, während der Veranstaltung
nach der Veranstaltung, während des Essens und anschließend, dass wirklich alle Fragen, wenn das möglich ist, heute beantwortet werden und nur so und gemeinsam kommen wir weiter und das brauchen wir, das brauchen unsere Patienten und das sollte das gemeinsame Ziel sein. Viel Erfolg, große Diskussion und bitte ich am Freitag, uns ein paar Worte zu sagen und anschließend sehr erschüttern. Meine Damen und Herren, unsere Begrüßer, verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr geehrte Gäste. Ich heiße Sie als Geschäftsführer der Sonntagsgruppe Ruhe, wie schon so oft hier auf dieser Veranstaltung. Herzlich willkommen. Es ist eine Veranstaltung des Zentrums für Physiotherapie, Prävention und Rehabilitation und Sportmedizin. Physiotherapie und Leistungssport, Umsetzung der Behandlungskonzepte für die tägliche Praxis, so der Titel dieser Veranstaltung. Es freut mich, dass Sie so zahlreich uns heute Abend gefolgt sind. Und zwar insbesondere deshalb, weil unsere Mitarbeiter mit viel zusätzlicher Arbeit und Mühe solche Veranstaltungen wie das gestalten, auf die Beine bringen. Und glauben Sie mir, der zusätzliche Lohn für diese Mühe ist dann eben auch Ihre zahlreiche Teilnahme an diesen Veranstaltungen. Und das war schon viel, viel mal. Ich bin gewiss, es werden auch viele Leute eine informative und interessante Veranstaltung erleben, so zumindest auch meine Erfahrung, wenn ich teilnehmen konnte oder zumindest mit Patienten teilgenommen habe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Einladung zur heutigen Veranstaltung beginnt mit dem Satz: Auch wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft im Sommer nicht alle Erwartungen erfüllen konnte und wir sicherlich alle hierüber etwas traurig sind, freuen wir uns natürlich schon wieder auf die WM 2014 in Brasilien. Noch besser kann man die Emotionalität dieses uns alle bewegende Thema, ich meine natürlich den Fußball, nicht formulieren. Eine ständige Hochspannung zwischen dieser besonderen Form der Trauer und der hoffentlich immer wiederkehrenden Frage, was will man noch mehr im Leben? Insofern werden alle, die gestern Abend die Möglichkeit hatten, Schalke und den BVB zu erleben, voll auf den Kuss gekommen sein. Ich verweise sie beide weiter auf Kurs Richtung Achtelfinale und haben im Herzen bereits in ihren Gruppen teilnehmen können. Insofern freuen wir uns heute gemeinsam für beide, sonst natürlich in einer Eitel niemals. Die spannende Frage nach Aussage der Einladung, die Ihnen vorliegt, darum steht im Hintergrund die Frage, wie können Sportler und insbesondere Spitzensportler ihre volle Leistungsfähigkeit dann abrufen, wenn diese unbedingt gefordert ist, was zum Beispiel gestern Abend notwendig gewesen wäre und teilweise auch gelungen ist. Ich als Laie habe verstanden, so wie ich das Programm gelesen habe, dass dieser hochkomplexe und langfristig zu planende Vorgang ist, der insbesondere aus physiotherapeutischer und sportmedizinischer Sicht sehr differenziert zu betrachten ist. Insofern dürfen Sie aber auf die heutigen Vorträge wirklich gespannt sein. Ich wünsche Ihnen zum einen eine Erkenntnis der Veranstaltung, zum anderen wünsche ich Ihnen persönlich, dass auch Sie weiterhin immer zum richtigen Zeitpunkt über Ihre volle Leistungsfähigkeit verfügen können. Das ist beruflich ein wesentlicher Vorteil und diesen wünsche ich Ihnen und uns bereits heute auch für das Jahr 2013. Dankeschön. Aber trotzdem erstmal herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Professor, guten Freitag. Ja, ist schon viel gesagt worden, Leistungssport, Sport. Ich denke mal, ein Großteil von den Kollegen hat mit Sportlern, Breitensport oder halt Leistungssport immer regelmäßig etwas zu tun. Es hat aber spannendes, wie gerade schon angekommen ist, man hat halt auch ältere Patienten, die auch ein gewisses Bestreben haben, hier was zu machen. Das ist die eine Seite der Therapie, die andere Seite ist halt dann, sich auch mal wieder was einfallen zu lassen, weil die oder vielleicht doch nicht so einfach gestaltet sind oder weil der Anspruch von den Sportlern noch etwas höher geschraubt ist, was ja auch völlig legitim ist und was ja auch das Ziel ist, dass nachher wieder für mich im Alltagsleben wieder tauglich wäre. Ja, ich denke, das sind sehr spannende Vorträge, was ich so schon gesehen habe und ich denke mal, mit dem ersten Vortrag
da ich sofort mitgehen, auch wenn der schon ein bisschen sportlich gehandicapt ist, wie man gleich sehen wird. Aber das reicht auch mit den Worten, denn wir müssen auch wirklich fertig werden, damit der Koch nicht lange warten muss. Das ist ja so unsere Devise. Viel Spaß vor allem bei der Diskussion gleich und viel Erfolg und viel Erfolg, was wir mitnehmen können.